Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster und heute mal mit einem Retro-Unboxing. Und zwar öffnen wir heute alle drei verschiedenen Mini-Tins aus der Magitex Extra Premier League Serie von aus dem Jahr 15-16. Das war das Jahr, wo Leicester, glaube ich, Meister geworden ist. Müsste eigentlich das Jahr gewesen sein. Wo Leicester Meister geworden ist. Und hier haben wir einfach mal alle drei verschiedenen Mini-Tins von der Extra-Serie. Ich habe mir auch noch ein Display von der Extra-Serie bestellt. Davon gibt es auch noch mal ein paar Unboxings. Und damals waren die Rechte ja bis vor einer Saison noch bei Tops. Und die Premier League hieß ja auch noch Barclays Premier League und nicht mehr nur Premier League. Und in jeder Tin sind 36 Karten, 35 Karten aus dem normalen Set und eine limitierte Karte in Gold, Silber und Bronze. Von David De Gea müsste es sein, ich habe mich ein bisschen informiert. Und ich sage euch auch direkt im Vorhinein, ich hoffe, dass wir Gold, Silber und Bronze bekommen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, aber ich würde sagen, wir ritzen erstmal alle Tins auf. Hier nochmal die Verteilung, das kann ich euch auch später zeigen, weil wenn man das so im Plastik hier alles eingeschweißt ist und man nicht sieht, welche Spieler da auch nicht drauf sind, ist das schon blöd. Also ich habe immer richtig geil eine Art, wie man die aufritzen kann, hier unten. Gut, dass es jetzt klappt natürlich, Hendrik. Ja, jetzt. Man kann die nämlich immer unten unter diesem Verschluss aufschlitzen und da beschädigt das die Tinne auch nicht und Mülleimer kommt natürlich ran und ja. Ich habe mir die wirklich relativ günstig bestellt, bin ich auch ganz ehrlich. Ich kann euch gleich sagen, wie viel die gekostet haben. Ich habe für diese ganzen Tins zusammen mit Versand 6,90 € bezahlt. Für alle Tins. Und alle Tins, also ich glaube, eine Tin hat früher 8 € gekostet oder halt 6, 7 Pfund, 5 Pfund. So war das halt damals. Ich habe mir auch schon ein paar Sleeves hier beiseite gelegt. Und wir haben hier, als auf der ersten Tin, von links nach rechts, einen Spieler von Newcastle, den ich nicht entziffern kann. Dann haben wir Mesut Özil, Jamie Wardy, Juan Mata und Dusan Tadic. Die Newcastle-Spieler kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Dann haben wir hier von Watford, den Spieler kenne ich auch nicht. Dann haben wir Coutinho bei Liverpool damals, Aguero, Manchester City, damals aber mit dem alten Manchester City-Logo. Dann haben wir William von Chelsea und müsste Defoe sein von Sunderland, die ja mittlerweile in der dritten Liga spielen. Und auf der letzten haben wir einen Spieler von Bournemouth, den kenne ich nicht. Dann haben wir Payet von West Ham, Eriksen, damals auch bei den Hotspurs, Johan Cavalier, Crystal Palace und das ist auf jeden Fall Ross Barkley hier bei Everton. Ja, also bisher spielen alle Teams von diesen Teams noch in der Premier League bis auf Sunderland. Ich glaube, seit dieser Saison sind auch nur 5 Teams abgestiegen und hinten steht auf jeder Tin noch drauf, dass es halt von Tops England ist und Gold-limitierte Karte ist in jeder 8. Tin, Silber-limitierte in jeder, also in 2 von 8 und in 5 von 8 Tins sind die Bronzen. Das heißt, theoretisch sollten wir eigentlich nur Bronzen bekommen. Aber ich würde sagen, wir öffnen das einfach mal so. Wir fangen ja mit der rechten Tin an, also nur halt wegen der rechten Seite, nicht wegen irgendwelchen politischen Richtungen. Nicht, dass mir am Ende noch sowas unterstellt wird. Ja, nice. Das Pack ist so rausgekommen, dass wir das noch nicht sehen, welche Limit das ist. Das versuche ich auch so zu handeln, dass wir nicht sehen, welche Limit das ist. Nice, das geht relativ gut zu öffnen. Das ist die limitierte Auflage. Ja, David Rea. Gibt es da so einen Code? Ja, da gibt es wieder so einen Code. Da gab es damals schon die Codes. Ah, vorne sind die Special Cards, ne? Das sind die Special Karten. Ronald Koeman. Und das sind die Base-Karten. Okay. Hoffen wir mal, dass wir nicht zu viele Base-Karten gleich doppelt haben. Ich habe übrigens von der Serie noch keine einzige Karte. Das heißt, mit dem Display habe ich mir dann auch wirklich noch bestellt, dass man die Serie hoffentlich voll bekommt. Erstmal haben wir Royo von Manchester United. Das ist eine Update-Karte, sozusagen wie bei Manchester Extra. So eine Squad-Update oder eine Team-Update-Karte. Dann haben wir Zuma als Rising Star. Die meisten Karten haben hier noch so Thought Tackler, also diese bisschen Glitzer in den
Namen, das ist ein Rising Star von Chelsea. Dann haben wir Kone von Everton, Hennessy von Crystal Palace, Begovic Chelsea, Kieran Gibbs von Arsenal damals noch. Und ich glaube, jetzt kommen einfach die ganz normalen Base-Karten. Das waren dann so ein bisschen Power-Karten, keine Ahnung. Chris Smalling als Extra-Boost, genau wie Deulofeu Extra-Boost, Cook Extra-Boost. Manager-Karten, das gab es ja damals. Ronald Koeman war damals bei Southampton Manager. Hatte ich ja lange in meinem FIFA-Team, jetzt nicht mehr. Remy Gardy war bei Aston Villa Manager. Louis van Gaal war bei Manchester United Manager. Und Rising Star James Ward-Prowse, Rising Star Nathan Redmond, Joshua King als Rising Star, Alexandre Pato, New Sign, also Neutransfer von Chelsea, Johan Gufran, Joris Okori, das ist ein Däne, ne? Dänischer Endverteidiger, Campbell, Fraser Campbell von Crystal Palace, Kelchi Iheanacho von Manchester City, damals bei Leicester, dann Emmanuel Adebayor, New Signing bei Crystal Palace, Odoi Ighalo, mittlerweile bei Manchester United, Nathan Ake, Ake, Rising Star bei Watford damals, mittlerweile bei Burnouts, dann Manager von Swansea, die mittlerweile abgestiegen sind, Francesco Dulin, Mark Wilson, Tom Carroll, auch ein ganz junger hier, Kuku Martina, der spielt mittlerweile bei Everton, Mamadou Sakho, mittlerweile Crystal Palace, und die vorletzte Basecard ist Jesse Lingard, und der erste haben wir noch Joe Allen. Allen ja mittlerweile bei Stoke City in der zweiten Liga aktiv in England. So, jetzt kommen wir zu unseren Insets, also zu unseren Powerkarten. Die kann ich auch mal ein bisschen nach oben schieben, ohne dass die Linie umfällt, damit ich die hier ordentlich hinstellen kann. Und unsere Powerkarten sind Man, also ich habe mich erkundigt, jede Mannschaft hatte damals zwei Man of the Match Karten in der Extraserie. Das heißt, es gab 40 Man of the Match Karten. Phil Jagielka ist Man of the Match Nummer 12. Oder Match. Ach egal, Leute. Phil Jagielka auf jeden Fall von Everton. Dann Nice Kevin De Bruyne Matchwinner oder Man of the Match. Oh, da stimmt, da gab es damals diese Magic Moments Karten. Magic Moments, Second Half, Sensation vs. Manchester City am 26.09.2015. Magic Moment, Eric Lamela. Dann haben wir das Magic Moment, Kone und Deulofeu, Six of the Best, sechs der Besten gegen Sunderland am 1.11.2015 und Magic Moment Philippe Coutinho damals bei Liverpool, Long Range Special versus Stoke City, und das war's. Also wir haben hier drei Magic Moments, zwei Man of the Match und diese Limi plus diese bisschen glänzenden Basekarten. Und unsere Limi ist natürlich der Rea, der Code ist sowieso schon lange abgelaufen, Leute. Und wir haben eine silberne David De Gea. Nice. Gut, wenigstens schon mal keine bronzene David De Gea. Der wird auch hier direkt, der ist ein bisschen schon angedeckt. Aber der wird direkt erstmal ins Sleeve getan. Der Code ist safe und abgelaufen, Leute. Deswegen können wir den eigentlich, wir lassen den mal hier. Wir können den vielleicht in die Sammelmappe tun. Als kleiner Füller, falls irgendwelche Karten auch nicht auf eine Seite zusammenpassen. Ja, auf jeden Fall, das ist die erste Tin. Das Video wird schon wieder länger, als ich eigentlich geplant hatte. So, nice, zweite Tin. Richtig gut, dann wissen wir, die erste Karte ist die limitierte, die zweite ist der, also das zweite Ding hier drin ist der Code und die anderen fünf Karten sind Powerkarten. Denn jetzt zwei Bronzen, dann bin ich sogar relativ zufrieden, bin ich auch ehrlich zu euch. Gut, das hier ist wieder die limitierte Karte von David De Gea. Und dann haben wir noch 5 Powerkarten. 1, 2, 3, 4, 5.
Legen wir die mal hier hin. So, und dann kommen, glaube ich, jetzt erstmal diese Goldkarten, genauso wie ich es gesagt habe. Gold, diese goldenen Base-Karten, die ein bisschen vielleicht besser sind, aber keine Ahnung. Als erstes haben wir Lucas Leiva, damals noch bei Liverpool als Thought-Tackler. Dann Anthony Martial, Rising Star und Super Striker. Dele Alli oder Dele Alli, Rising Star und Allrounder. Craig Cathcart, Thought-Tackler. Und LOL. Both Mill als Clean Sheet, also als Torwart. Und Andy Carroll als Super Striker. Nice, die sind schon mal anders. Dann haben wir Extra Boost. Butland. New Signing Dumbia. William Extra Boost. Eddie Howe als Manager von Burnmouth. Ich glaube, der ist sogar immer noch dort Manager, soweit ich mich erinnern kann. Arsene Wenger von Arsenal, damals richtig lange Manager, jetzt ist ja Arthur dort Manager. Mark Hooks oder Hucks, Stoke City damals. Mario Suarez, New Signing. Dan Gosling, das könnte der auf der Tin sein, habe ich schon vorhin dran gedacht. Mark Munyesa, Rising Star. Paul Dummett. Danny Simpson. Daniel Amati, New Signing. Tiath Browning. Samir Nasri. Dwight Gale. Craig Dawson, Extra Boost. Nordi Amrabat, New Signing, der spielt mittlerweile ja bei Al-Nasr in Saudi-Arabien. Dann Pochettino, Head Coach. Dann DeAndre Yedlin, der war ja bei bei Sunderland schon gut, jetzt ist er ja bei Newcastle, der junge US-Amerikaner. Josh Onoma, ich glaube, der spielt nämlich mittlerweile bei uns in der Karriere in Fulham, weil der kam mir so bekannt vor, von damals schon, und ich glaube, der ist jetzt mittlerweile bei Fulham gelandet. Dann haben wir Wahbi Khazri, New Signing, mittlerweile auch nicht mehr dort. Der spielt mittlerweile übrigens müsste bei Saint Etienne sein. Patrick Bamford, New Signing, damals bei Norwich, mittlerweile bei Leeds. Und Ake, nicht mehr, nochmal als Base-Karte, nicht als Superboost, glaube ich. Und Dimitri Payet, Extra Boost. Nice. Wir hatten keine der Base-Karten doppelt. Das ist doch schon mal nice. Entschuldigung, die Kamera ist jetzt ein bisschen vielleicht verrückt. Wir hatten keine der Base-Karten doppelt oder der anderen Karten. Und wie sieht das hier aus? Hier haben wir erstmal Man of the Match, Johan Caballé und, Hattrick Heroes gab es auch damals, German Defoe, Hattrick Hero. Oh, die sahen aber ein bisschen nice aus, finde ich, als die Matchwinner. Dann haben wir jetzt hier noch drei Magic Moment Karten. Einmal Alexis Sanchez und Mesut Özil Attacking Duo, Magic Moment. Quickfire Goals vs. Manchester United. Oh Leute, jetzt ist die aber umgefallen. Das ist jetzt nicht so nett von der Karte Kappa. Dann haben wir Mark Puch und Callum Wilson. Magic Moment Away Day Thriller. Und als letztes Magic Moment 5 Goals Hall vs. Newcastle. Aguero halt 5 Tore gegen Newcastle am 3.10.2015 geschossen. So. Und jetzt noch unsere, das ist der Code, der sieht immer gleich aus, da ist immer dieser Goldlimi drauf, auch haben wir gesehen, hier ist die Silberne drin gewesen und wir haben drinne die Bronzelimi. Ja gut, braucht man auch um zu sammeln, Leute, bin ich auch ganz ehrlich. Wenn jetzt hier noch die Goldene kommt, dann wäre ja noch nicer, aber wie gesagt, ich mache mich da nicht wild, wenn die Bronzene kommt. So, die machen wir erstmal wieder zu, erstmal alles muss seine Ordnung haben. Dann haben wir hier die Limi und den Code. Ich finde richtig gut, dass das so richtig schön geordnet ist in den Tins. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Powerkarten. Und unsere Basekarten. So sahen die übrigens von hinten aus mit so einem Wabenmuster. Ja. Dann haben wir unsere bisschen vergoldeten Karten, ihr kennt die schon aus den beiden anderen Tins. Jeff Schlupp, Rising Star und Allrounder. Martin Kimikeles, Thor, Tekla. Marco Arnautovic, Super Striker. Martin Olsen, Allrounder. Markus Rojo, Thor, Tekla, das ist die erste Doppelte. Kurzuma, Rising Star hatten wir auch schon.
Jose Perez, Jordan Ayew, Alberto Moreno, Claudio Ranieri, der ist ja, glaube ich, irgendwie gestorben. War das so oder war das jemand anderes? Alex Neal, Alan Pordey, Charlie Austin, New Signing, Connor Wickham, Rising Star, Iheanacho, Rising Star, Bakuna, Chambers, Flamini, Funes Mori, O'Kane, Groben, New Signing, Andre Ayew, der Bruder von Jordan, den wir gerade gesehen haben, als extra Boost, Jonjo Shelvey, New Signing, Sam Allardyce, lol, Peter Odewingi, keine Ahnung, sorry, Vito Manone, der spielt mittlerweile irgendwo in Dänemark, ganz schön abgerutscht, der Typ, Jan Kirchhoff, New Signing, den kennt man, Ivo Pinto, New Signing, Diomersi Mbokani und Paddy McNeil, Leute. Wir hatten einfach nur hier die beiden doppelt. Wir hatten eigentlich nur, glaube ich, drei Karten doppelt aus der ganzen Tindose. Nice. Also wir haben von den, ich glaube, ja, es sind ja immer 30 Base-Karten drin. Das heißt, von den 90 Base-Karten haben wir, glaube ich, nur drei doppelt. Das ist doch ganz okay, Leute. Bin ich auch ganz ehrlich. Jetzt mal hier, das ist unsere limitierte und das ist der Code. Und unsere Powerkarten sind unsere beiden Man of the Match Karten sind, oder Hattrick Heroes sind, Daily Blind, Man of the Match für Manchester United und Tim Howard für Everton, Man of the Match. Und unsere beiden Magic Moments sind Joel Ward, Awards Winner, ich glaube, die hat wohl ein Tor geschossen gegen Chelsea damals, Adam Lallana und Roberto Firmino, Lawson Liverpool und Christian Eriksen, Free Kick, Masterclass vs. Swansea. Also, der hat ein Freistoßtor gemacht. Das sind unsere Powerkarten aus der Tin. Und welche Limit kriegen wir, wenn wir jetzt Bronze kriegen, Leute? Dann ist es so oder Silber. Gold ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Hier der Code. Und wir kriegen die Bronze-Limit. Egal, Leute. Wir haben eine Silber-Limit. Wir haben nicht jetzt drei Bronze-Limits bekommen. Passt auf jeden Fall, Leute. Und ja, das waren unsere Mini-Tins. Unsere drei Mini-Tins von der Matchtex Premier League Extra 15-16 Serie. Wenn es euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, die Serie geht relativ nice und bald kommen noch mehr Unboxings vom Display zum Beispiel oder von Display in Parteien. Und ich würde sagen, das war's. Könnt ihr noch gerne hier kostenlos abonnieren, hier eine Playlist auschecken, wahrscheinlich die Premier League Playlist und hier ein empfohlenes Video auschecken, sowie gerne abonnieren und liken. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüssikowski!